ukrainische Mafia, ukrainischer Zigarettenschmuggel und die Beteiligung namhafter Konzerne an der Entwicklung von Tabakerzeugnissen am Schmuggelgeschäft aus der Ukraine in die EU heraus. Beteiligung der Politiker, Beteiligung an dem korrupten System der Amtsträger von Ukraine wie der Tabakindustrie an sich. Zollfreie Zigaretten aus der Ukraine heraus, die weder im ukrainischen Innenmarkt noch überhaupt deklariert sind, eigens für die Schmuggelbranche hergestellt. Die Herrschaft der Übermacht durch die Tabakindustrie, welches den Nährboden besonders geschaffen sieht in der Korruption ukrainischer Sittlichkeit wie politischer Situation. Die ukrainische Grenze ist auch dabei ein besonders guter Platz, um Zigarettenschmuggel zu gewährleisten. Besonders die Gesetzeslage, Schmuggelstraftaten zu betreiben, welche alleine unter der Sanktionswirkung einer Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe von kleinen Beträgen der Sanktion unterliegt. Grenzstreifen werden dazu benutzt, kistenweise Zigaretten nach Europa einzuführen, wobei alleine schon eine Kiste Zigaretten einen Gewinn von $250 demjenigen abwirft beim erfolgreichen Überführen der Zigaretten in die EU. Namhafte Hersteller wie auch No-Name-Hersteller wie Jingling oder die weißrussische Fest als auch ukrainischer Produkte werden auf Land und Flussweg gar hin bis Drohnen, die eingesetzt werden, um Zigarettenstangen über den Fluss zu bringen, wobei hier der Einsatz von Drohnen als ein neuartiges Mittel sich als sehr ausgereift zeigt. Dabei auch auf dem Landweg Fahrzeuge gebraucht werden, um in doppelten Verkleidungen im Vorderseitenbereich eines Fahrzeugs, welcher ziemlich weit günstig im Anschaffungspreis liegt von 200 bis 300 Euro im benachbarten EU-Gebiet, dazu eingesetzt, den Schmuggel zu gewährleisten. Der Grenzstreifen zwischen Ukraine und der EU gleicht einem Handelsportal, wobei besonders die extra für den Handel durch die Konzerne geschaffenen Zigaretten, welche im Inland der Ukraine extra für diesen Schmuggelmarkt geschaffen sind und anhand einer Statistik gar nicht in den Lizenzbereich fallen können, da diese, ohne geführt zu sein, im Bestand des jeweiligen Tabakkonzerns dazu extra hergestellt wurden, um für diesen Schwarzmarkt geeignet zu sein. Dabei keine Abgabesteuern im Inland noch im Ausland abgeführt worden sind. Besonders die Korruption in der Ukraine macht das möglich. In dem Siedlungsgebiet Bolomoje, wo der Grenzstreifen der territorialen Grenze zu Ungarn mit der Ukraine liegt, ist das Schmuggeln besonders beliebt. Wir werden Ihnen in einem Folgevideo zeigen, wie gar eigene Grenzen geschaffen werden, um das Schmuggeln zu ermöglichen. Also eigene Grenzen, versteht sich Privatgrenzen. Sie meinen, das ist nicht möglich, doch für wahr. Aus der Ukraine zur EU bestehen private Grenzen, wo der Staat im Wissen dieser sanktionslos das Treiben weiter geschehen lässt. Das sind die Veränderungen, die nach Janukowitsch mit Petro Poroschenko weiter sich um das Zehnfache hinaus zu den früheren Geschehnissen zeigen. Der Schmuggel von Zigaretten nach Polen heraus aus der Ukraine hat sich in den letzten 4 Jahren um das Zehnfache gesteigert. Die Weltzollorganisation führt unter Berücksichtigung
von größeren Partien, welche geschmuggelt werden, Ukraine auf Platz 1 in vergangenen 6 Jahren gelistet auf. In drei Kategorien können wir Zigaretten einteilen. Einmal die gefälschten Zigaretten wie Jingling, Fest, weißrussische Herstellung, welche bewusst von den Konzernen, Tabakkonzernen hergestellt werden für den Schmuggel, als auch namhafte Hersteller wie American Tobacco, Philip Morris, unter anderem die, welche eine Nebensparte für den Schmuggel spezifisch herstellen, die nirgendwo gelistet aufgeführt sind. Also es bestehen keine Unterlagen zu deren Existenz. Jedoch sind diese anhand einer Statistik, wie viel hergestellt worden ist und wie viel in den Vertrieb genommen worden ist in der Ukraine, leicht zu ersehen. Das würde bedeuten, dass die marktführenden Konzerne der Zigarettenindustrie, ohne die Produktion zu versteuern, einfach aus der Produktion eine gewisse Sparte dazu herausnehmen, damit man über den Schmuggelumweg diese an den Endverbraucher durch Schmuggelaktivität weitergibt. Auch unbekannte Zigarettenmarken wie LD, Jetlink oder Fest sind besonders geeignet, um diese für den Schmuggel einzusetzen. Wir wollen uns klar vor Augen halten, allein im Jahr 2015 konnte man einen Anstieg um das Zehnfache hinaus zu früher, also zu den Vorjahren, gegenüber verzeichnen. Allein im Bereich Einfuhr der Schmuggelware nach Polen, damit in das EU-Gebiet. Damit kann man leicht sehen, wie nach Ablegen der Janukowitsch-Regierung der Anstieg zu verzeichnen gewesen ist zur jetzigen Regierung unter Petro Poroschenko. Es sind die lebhaften und kaum der Realität verbundenen Gesetze von Straftatbeständen, welche in Ordnungswidrigkeiten durch die Regierenden umqualifiziert worden sind, damit man dem Schmuggel einen Vorschub leistet. Die Tabakindustrie scheint sogar einen Nährboden gefunden zu haben in der Einwirkung auf Politiker und den Erlass von Gesetzen, wobei die Gesetze nicht ohne das Zutun der Tabakindustrie erlassen werden können, um diese im Hinblick des Schmuggels zu besinnen, beziehungsweise diesem Treiben einzudämmen. Es sind einzelne Dafürgesetze neu geschaffen worden, damit man explizit Schmuggel betreibt. Man mag es vielleicht nicht glauben, aber im Moment ist die Ukraine Nummer 1 unter den Schmuggelerzeugnissen der Tabakindustrie, die in die Staaten der EU-Gemeinschaft eingeführt werden. Nach Berechnung der World Customs Organization, einer Organisation, die Ukraine in den vergangenen 6 Jahren auf Platz 1 der Schmuggelerzeugnisse von Tabakwaren in Folge listet zu der Einfuhr bzw. Ausfuhr von Schmuggelware. Nach Expertenschätzungen sind alle namhaften Tabakhersteller am Schmuggel beteiligt. Philip Morris, Japan Tobacco, British American Tobacco, Imperial Tobacco, wie einige ukrainische Tabakhersteller, welche eigens für Schmuggler Zigaretten herstellen, die minimal abweichen und kaum von dem Autonormalverbraucher mit bloßem Auge zu erkennen sind. Diese Abweichungen sind nur den Zigarettenherstellern bekannt. Im Jahr 2013, 2014 wurde ein Bericht erstellt, wo man anhand einer Grafik sehen kann, wie viele der hergestellten
Zigarettenerzeugnisse, Tabakerzeugnisse in den ukrainischen Handel gekommen sind und welche Zahlen einfach liegen gelassen wurden. Damit sind diese eindeutig in den Schmuggelbereich gekommen. Konstantin Krasowski legt in diesem Bericht einer Studie seine mathematische Berechnung zugrunde, wie die Tabakindustrie für den Schmuggel die Herstellung von Zigaretten führt. Es werden hunderte Milliarden von Zigaretten von offiziellen Tabakhäusern nach Europa über den Schmuggelring, der extra dafür mit der laschen Gesetzesgebung wie sonstigen konstruierten Schmuggelringen und Großhandel in Verkehr gebracht, wobei auch die Zollbeamten der Ukraine fließend zu den polnischen Zollbeamten über Mittelsmänner ihnen das Geld zuführen, damit diese ein Auge zudrücken. Das ist allgemein bekannt und wird, soweit man auch sehen kann, wo eigens polnische Fahrzeuge vor solche lizenzfreien Zigarettenverkaufsstellen vorfahren, kurz im Grenzgebiet, durch hinterlegte Schmiergeldzahlungen durchgewunken. So und nicht anders werden die EU-Außengrenzen bewacht. Nach den europäischen Vereinbarungen aus dem Jahr 2009 mit Philip Morris werden Zigaretten, die festgestellt in einem EU-Land sind, auch danach besteuert, wenn man die Herkunft dieser ausweislich nachweisen kann. Jedoch sind ab dem Jahr 2009 nach dem Krafttreten dieser Regelung keine Sicherstellung solcher Erzeugnisse vorgefunden gewesen. Noch konnte man den Herstellungspunkt zu Philip Morris aufrechterhalten. Es bleibt die Vermutung offen, inwieweit das staatliche Zusammenspiel zu den Tabakunternehmen dahingehend ausgelegt ist, diese für die Allgemeinheit offenen Fragen zu verschleiern, dabei ausschließlich keine Sanktionen befürchten zu müssen, da man eng mit staatlichen Machthabern zusammenarbeitet. Und die Lobby ist entsprechend groß für die Tabakunternehmen. Auch ist ein Umstand mit einem Tunnel in die Slowakei zur Sprache gebracht worden, welcher nach Auffinden dessen keinen der Beteiligten in Gewahrsam zu nehmen von ukrainischer Seite her, denn scheinbar hat man den Tunnel einfach aus Laune des Menschlichen heraus gebaut, da auch keiner dort vorgefunden wurde, der am Tunnelbau angeblich beteiligt gewesen sein mag. Ein Tunnel extra geschaffen zum Schmuggeln oder Überqueren der ukrainischen Außengrenze zur Slowakei. Staatsdiener höheren Rangs bis hin nach Kiew, wobei die ukrainische Regierung zentral regiert wird, sind an diesem Geschäft stark beteiligt, so dass auch keine Hinderungsgründe geschaffen sein können, diesen Schmuggelring zu unterbrechen. Wie schon gesagt, sind auch die ukrainischen Gesetze extra dazu geschaffen worden, im Fürspiel für die Tabaklobby die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zu geben, damit dieses Unterfangen der ständigen Einfuhr Schmuggelerzeugnisse in die EU vonstatten gehen kann. In den benachbarten Mitgliedstaaten stehen für solche Straftaten oder Straftatbestände bis zu 7 Jahren Haft. Aber in der Ukraine wird das lediglich mit einer Ordnungswidrigkeit gehandhabt, was kaum nachvollziehbar ist, denn man mag der Vermutung leicht verfallen, dass hier eindeutig regierende Machthaber an diesem Wirtschaftszweig beteiligt sind. Diese Neueinführung aus einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit für Schmuggel ist auf die Ära
Petro Poroschenko zurückzuführen, welcher scheinbar Ukraine weiter in die Abhängigkeit der Korruption hineinführt, ohne Abstriche zu machen. Die Zigarettenindustrie wirkt sogar mit ihrer Stellung auf das Parlament bei Erlass von neuen Gesetzen in den Fragen ihrer Beschaffenheit aus, damit vorteilsnahe Entscheidungen für das gute Wirtschaftsklima für diese Unternehmen geschaffen werden durch das korrupte System in der Ukraine. Es ist einfach in Gebieten und Ländern, wo die ökonomische Entwicklung noch ihren Anfang nimmt, Einfluss zu nehmen, welche Gesetze tatsächlich erlassen werden sollen auf Menschen, die arm sind und sich nicht gegen die Allmacht der Tabakindustrie zur Wehr setzen können. Dabei werden ausschließlich und ausdrücklich die Interessen Europas umgangen. Oder man schafft Möglichkeiten, diese zu umgehen. Wobei der Schmuggelring vom Zollbeamten bis zum polnischen Zollbeamten reicht. Denn die Interessenschwerpunkte von der Grenzstadt Wolodymyr Wolinski als Beispiel gesehen zu Sosin, wo in Rubeschow die Führung sitzt, wie wir das in einem weiteren Video Ihnen zeigen werden, eindeutig zeigt, welche Mechanismen wirken, den Schmuggel zu gewährleisten. Es dauert bis zu 12 Stunden beim Auffinden solcher Verkaufsstellen, bis die Polizei Hausdurchsuchungen bekommt, dabei ausschließlich Journalisten diese Tragweite aufgedeckt haben. Konnte man das überhaupt in 12 Stunden bewerkstelligen, einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken? Sonstig würde überhaupt sich nichts tun. Es reichte aber trotz allem zum Polizeichef der Grenzstadt Wolodymyr Wolinski, diesem auch bekannt war, die Lage in seiner Stadt, denn nichts geht ohne höhere Beamten vonstatten. Während die Unterlagen zusammengestellt wurden und Polizei geduldig wartete, bis der Einsatz erfolgen konnte, die Verkäufer sich aus dem Staub machen konnten und dabei von der Polizei begünstigterweise auch noch den ganzen Bestand, welcher im Laden zum Zeitpunkt war, wie im Lager, abholen lassen konnte. Dabei unterließ die Polizei alle Wahrscheinlichkeit im Wissen des Polizeichefs und mit Bestechung verbunden in einem korrumpierten System, welches in der Ukraine seine Wirkung in vollstem Umfang zeigt. Die Beteiligten durch die Polizeikräfte, durch die neuen Polizeikräfte in der Ukraine am Abtransport der Waren zu hindern. Vielmehr leistete die Polizei noch Unterstützung. Menschen, welche lizenzfrei Tabakerzeugnisse in Umlauf bringen. Das ist die Realität in Westukraine, in der Grenzstadt Wolodymyr Wolinski, welche direkt am Grenzposten Sosin liegt, wo scheinbar durch Mittelsmänner auch der Apparat von Grenzschützern auf polnischer Seite sich korrumpieren lässt. Wie schwer es ist, Durchsuchungsbefehle zu bekommen, so ist im vorliegenden Fall, welcher hier Gegenstand hat, erst über den Umweg eines Ministersposten für Zollfragen erfolgt. Der Befehl kam direkt aus Kiew, so weit ausgeholt werden, um diese Amtshandlung in der Ukraine überhaupt ausführen zu können. Wir konnten Ihnen soweit möglich schlüssig detailliert diese Berichterstattung wiedergeben und würden uns freuen, wenn Sie weiter uns